Wetter heute ist nicht so schön, aber wir grillen trotzdem. Und heute mache ich Chicken Wings im Gasgrill. Wie ich das mache, könnt ihr in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Waldi und heute machen wir sehr leckeres Chicken Wings im Gasgrill. Und Chicken Wings gehören zum beliebtesten Fastfood weltweit. Und wie ihr seht, Wetter bei uns ist nicht so besonders gut. Jetzt ist gerade nur 15 Uhr, aber sieht so ähnlich wie richtig Abendswetter. Obwohl das ist nur Mittag, 5 Grad plus. Da sieht man, sie ist schon ziemlich frisch und ich habe gestern also noch Fleisch mariniert und ich habe mir gedacht, also heute mache ich das Grillen, aber ehrlich zu sagen, ich habe heute also absolut keinen Bock gehabt und ich habe mir gedacht, in dem Wetter will ich ehrlich zu sagen nicht so gerne rausgehen, aber wenn das schon mariniert ist, also muss man was machen. So, ich habe also ganz normales Chicken Wings genommen bei Metzger, das ist circa 1,5 Kilo. So, ich habe meine Chicken Wings sehr gut abgetupft, dass der so dann absolut trocken bleibt von beiden Seiten. Mit Olivenöl eingeschmiert und mit Olivenöl und Gewürze, mit Texas Chicken Rib, alles gut vermischt. Mit Frischfolie eingepackt und circa für 12 Stunden im Kühlschrank gestellt. Marinieren ist sehr, sehr einfach. Und am Ende brauche ich noch Barbecue-Soße, Honig oder Ahornsirup, ein bisschen Sesam und Petersilie. So, ich habe jetzt meinen Grill angeschaltet. Linke und rechte Brenner und heutigen Gericht, also das wird also ganz einfach, also bei indirekter Hitze soll bei ca. 180 Grad sein. So, mein Grill jetzt bei ca. 220 Grad. Heute ist windig und richtig frisch. So, Grill ist jetzt heiß. So, jetzt schalte ich in die Mitte meinen Grill aus. Bleibt nur linke und rechte Brenner richtig an. Und jetzt lege ich meine Chicken Wings, also die waren jetzt im Kühlschrank, so circa 12 Stunden. Und riecht auch also sehr schön. Vom Geruch her also gefällt mir sehr, also das kann man also sogar so essen, denke ich mal. Okay, jetzt also kommt Chicken Wings in die Mitte bei indirekter Hitze. Das ist jetzt genau 1,5 Kilo. Also das sieht man, also das ist nicht zu viel. Normalerweise, also das kann man also schon so weit verbreiten. Das kann man noch 1 Kilo bestimmt locker so noch reinbringen. Bei 180 Grad 45 Minuten braten. Klar, das kann man auch also zum Beispiel noch dazu Holzchips nehmen, dass da so noch mehr Rauch kommt. Leider habe ich das vergessen. So, jetzt ist fast 40 Minuten vorbei. So, und dann schauen wir mal, also wie das aussieht. Nach 40 Minuten im Fleisch drin. Wow, ist schon 80. Wir brauchen nur 82 Grad. Also das heißt, also die sind also schon fast fertig. Wo ist meine Zange? Ich habe jetzt
andere Zahnen genommen, also die sind also vom Weber. So, ich mache jetzt ganz einfach alle Geflügel in Schüssel. Also sehen Sie also, wie das aussieht. Ich mache jetzt ganz einfach alle in Schüssel rein. Oder kann man ganz einfach direkt im Grill mit Barbecue-Soße einpinseln. Ich mache da ganz einfach jetzt Barbecue-Soße und ich mache da so ganz einfach jetzt überall so ein bisschen verteilen. Dann kommt Honig auch rein. Und jetzt ich vermische das alles. Alles sehr gut vermischt und das kommt jetzt wieder ins Grill rein. Wieder bei indirekter Hitze. Oh, das sieht richtig schön aus. Und nicht nur sieht, sondern auch also riecht. Und ich mache jetzt noch einen Brenner dazu anschalten. Und damit wird Temperatur im Grill jetzt so circa auf 200, 210 Grad erhöht. Das heißt, Chicken Wings oder Geflügel wird durch die höhere Temperatur ein bisschen Oberfläche wird glasiert. Und dann die werden sehr, sehr gut schmecken. Und circa 10 bis 15 Minuten und dann muss schon fertig sein. In dieser Wartezeit, ich kann also jetzt dann Petersilie also ein bisschen auch richtig fein schneiden. So, jetzt ist es soweit. Das mache ich jetzt, das alles richtig schön auf dem Teller. Und das sieht jetzt so aus. Ah, riecht sehr, sehr gut. Und, jetzt kommt Sesam. Sesam obendrauf. Und Petersilien. Und dieser Moment also gefällt mir am besten, wenn ich also schon fertig gegrillte Sachen probieren kann. Aber da gibt es nur einen Minus. Leider mache ich Chicken Wings sehr, sehr selten. Obwohl die schmecken so gut. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann Ihnen behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Thank you.